ohne Witz, 9 von 10 Runden, wo ich mal überlebe mit Nagalil, kriege ich solche lächerlichen Shots. Sick Game. Das war sein erster Frag in dem Match. Den macht der nie wieder, so einen Shot. Den lädt der morgen für Sparkus Productions hoch. Jo, Sparkus, ich habe einen D-Gewinner gemacht. Mein, der erste meines Lebens, ganz in Appen. Das ist nicht normal. Das ist der größte Witz, den ich je erlebt habe hier. Das passiert keinem anderen Menschen auf der Welt, sowas. Du spielst wie ein Kaiser die Runde davor und kriegst von einem Silber-3-Spieler die Diegeschelle deines Lebens. Und musst wieder von Null einfahren. War da eine Galil? Der hat die abgegeben. Bitte gib mir die, Mann. Komm, Ninja Boy. Gib mir die Galil. Der hat eine Galil mitgebracht und wirft die weg für eine M4, der Typ gerade. Auch nicht schlecht. Und ich bin hier am Verzweifeln, dass ich endlich mal eine krieg. Ihr könnt durch meinen Molo rennen, Jungs. Der macht euch einen Damage. Bitte kein Pech haben, bitte kein Pech. Nicht schon wieder. Fickt euch, verpisst euch alle, Alter. Ich hab einen Galil. Ihr kleinen Nutten, Alter. Jetzt ein schöner Backstep von B. Bitte ist da einer irgendwo am LKW. Irgendwo muss hier doch noch einer sein, Mann. Es leben noch 4 Leute. Warum habe ich nicht mal Glück und kann die einfach mal von hinten wegfragen? Hier ist keine Sau, Alter. Doch, da. Jawohl. Wir sind safe Untergrund durch hier. Ja, komm, endlich mal. 2 geholt und überlebt die Runde. Guck mal, das sind so einfache Runden. Ich habe keinen. Ich habe einen Kevlar verloren. Das ist halt eigentlich nicht schwer, aber ich habe so ein Pech immer, Mann. Das ist so nicht normal, Alter. So, ich werde nicht nochmal diese verfickte Brücke fotzen, facen. So, jetzt gehe ich durch Smoke, dann breche ich ab. Alter, Alter! So, genau wie ich es angekündigt habe. Oh, fuck. Dann pushe ich jetzt den kleinen Arsch, ist mir egal. Guck mal. Schon wieder der, das ist nicht normal! Guck mal, was da reinlag, dieser Silver 1-Idiot, Alter. Und der ist natürlich direkt wieder gegen da. Der hat 2 Frags und das waren die 2 D-Gewinner des Hasses gegen mich. Der hat doch irgendwie einen Aimbot eingestellt, nur auf mich oder so, Mann. Er nennt sich Sick Game. Er macht keine Frags. Und wenn er Frags macht, dann sind das irgendwelche D-Gel-Luckshots der Hölle gegen mich. Und natürlich ein One-Hot direkt in den Kopf. So, wie schaut es da weiter vor B aus? Das war wahrscheinlich noch der einzige dann, oder? War er halt tatsächlich. Ich hätte den geholt. Den vielleicht auch noch. Und dann hätte ich die freie Bahn gehabt wieder. Boah, der holt doch ohne beide, oder war? Bitte holt die Runde jetzt schnell, Mann. Ach du Kacke. Ach, Monkey on Business, wieder so ein Spieler, der 5 Jahre braucht, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Der wird die Uhr runterlaufen lassen. Schleicht er noch gehockt durch die Map? Nee. Das wäre auch zu viel gewesen. Komm, Mao, hast du ein Headset? Schön, nice. Bring Galil bitte mit. Scheiße. Ich habe nach wie vor nicht mal die Hälfte geschafft. Ich habe 19 von 40 und die Aufnahme geht 1 Stunde und 40 Minuten lang. Der war safe voll drauf. Da ist er, der kleine Arsch. Sick Game, Mann, komm. Du bist nicht sick in dem Game. Du bist ein verdammter Snack, der mit einem Deagle reinlackt. Fickt euch ja weg. Bitte holt den mal für mich. Meine Fotzenmates, meine verfickten Hurenmates. Mann, das ist doch...
Warum holt der denn nur mich dann auch, Alter? Da liegen 40 Galils hier auf dem Boden wahrscheinlich. Der holt mich von hier, Mann. Da stehen fünf Leute. Warum holt der mich? Warum denn nur, Mann? Dafür habe ich heute safe irgendwas verdient, Alter. Irgendwie bei Hand ein 10K-Podcast mit 2 Dollar Einsatz oder so. Das ist nicht normal, was hier passiert schon wieder. Ich denke, mir spielt es wie ein Kaiser, macht er 2 weg mit der AWP. Den Sick Game snack ich an der Brücke weg, dass er keinen Bock mehr hat zu spielen und schon gelieft ist vom Server. Ist er echt gelieft? Der ist echt gelieft! Der hat sofort den Server verlassen nach dem Shot. Aber auch absolut zu Recht möchte ich an der Stelle anmerken. So, guck mal hier, schön durchgekommen. Jetzt flashen wir da drüber und ziehen rum. Bitte, Galil, bitte. Ne, genau davon mein Reden. Ich hole die Waffe und habe direkt wieder Low AP. Immerhin habe ich überlebt. Macht euch ja weg. Schert euch zum Teufel. Verpisst euch. Keine gute Idee. Der hat einen Headshot. Der hatte einen Headshot von mir. Und ich krieg wieder von hinten. Das ist doch nicht normal hier. Immerhin noch einen geholt mit Low AP. Guckt euch das an. Wo steht er denn? Er nennt sich Ninja Boy. Steht gehockt hinter einer Tür die ganze Runde. 6:2 steht's. Wieder nur einen geschafft. Einen. Ich drehe am Rad, Alter. So, Sick Game. Bringt man einen Deagle Shot? Nein. Sehr schön. Tutorial Nate, kommt morgen. P90 bringt mir nichts. Galil meine ich, hatte der. Da steht eine Galil. Jawohl, komm, die hole ich mir. Natürlich nicht, natürlich nicht. Natürlich aimen die drei Bots dann nach hinten ab. Obwohl ihr Mate gerade von hier geholt wurde. Sie gehen mit dem Rücken hier raus, stehen komplett offen zur AWP, die gerade ihren Mate hier geholt hat und aimen nach hinten ab. Das macht kein Mensch, der ein bisschen was im Hirn hat. Und dieses Spiel versteht. Das sind auch Moves, die spielen die Leute hier, die kannst du nicht readen. Die machen null Sinn, die machen überhaupt keinen Sinn. Und deswegen stirbst du immer. Ich darf nicht nachdenken. Spiel gegen Leute, die das Game nicht verstehen, die keine Map-Knowledge haben. Die sich einfach nur wehrlos, ziellos irgendwo hindrehen. Was sind das hier auch wieder für Teamflashes? Sie ist kein Gegner an sich, ich krieg nur Teamflashes. Da ist eine Galil. So, da oben steht wieder einer, da fällt ich jetzt nicht. Ich kann erstmal meine Nate snacken. Ich gebe auf, Alter, ich gebe wirklich auf. 68 in 4. Fünf Assists. Ich habe eine 2er KD, aber trotzdem nur 5 Leute geholt mit der anderen Waffe. Komm, holt den wenigstens oder legt die Bombe und macht einfach mal schnell. Ich will hier irgendwann heute nochmal fertig werden, Alter. Nächste Map spielst safe richtig ekelhaft. Ich gehe halt immer down in die Aim-Duelle, mache auch die Fracks, aber wenn ich dann 2-3 Leute hole, dann stehen halt noch immer 4 Leute vor mir. Da kann ich halt nichts machen. Ich muss einfach warten, dass die Mates verrecken, ein bisschen Damage machen und dann darf ich erst drauf gehen.
Das bringt mir nichts, auf dem Public Casual Server hier immer einen First Track zu machen. Weil da werden immer noch fünf andere Leute auf dich warten. Und fünf Winkel kann ich nicht decken. So, ich warte. Ich lasse den Mate vorgehen. Da liegt bestimmt schon wieder eine Galil. So, mit dem Mollo locke ich den aus der Ecke raus. Der brennt. Ist tot. So, jetzt smoke ich hier ab. Smoke hier ab, damit ich durchspringen kann und die Galil aufhebe. So, ich habe die Galil. Ich habe die Galil. Ich gehe Richtung T-Base. Ich habe die Galil und die Runde ist vorbei. Die Map ist hiermit vorbei. Vielleicht kann ich einmal noch einen holen. Das wäre bitter, oder das wäre... Mann, halt nur einen noch, ey. Oh, ja, die wird doch mal aufgehebelt. 17-5-8, es sieht so schön aus auf dem Scoreboard, aber ich habe nur 6 Fracks geschafft. Immerhin, die Lobby ist perfekt. Die spielen wirklich alle Galil hier. So, jetzt muss ich nachdenken. Ist es klüger, auf T-Seite zu spielen, vielleicht sogar? Ist halt eigentlich scheißegal, weil egal, wo ich hingehe, stehen halt immer 3 oder 4 Gegner vor mir. Egal, ob ich CT oder T bin. Ich finde CT noch ein bisschen besser, weil du da leichter von hinten durchpushen kannst. Weil eigentlich die Ts ja weiterarbeiten müssen. Andererseits kann ich die Farmer, die Galil besser spielen als die Farmers. Ich gehe mal T. Ich gehe T, weil gerade auf der CT-Seite wirklich alle ausnahmslos Farmers gekauft haben. Also habe ich da eine gute Auswahl. Ja, wo habe ich denn die Breakout-Kiste? Habe ich die gerade auch bekommen? Die muss ich von dem Server gerade bekommen haben, wo ich den Rage-Quit veranlasst habe. Auch hier nochmal an der Stelle gesagt, macht keine Kisten auf, es kommt nur Scheiße raus. Oh, mein Vater ruft an. Hallo? Hi. Jo. Ja, ich komme vielleicht ein bisschen später oder musste heute noch irgendwie was anderes machen. Ja, okay. Weil ich bin ja noch. Ja, okay. Ja. Jo. Bis später. Tschö. Mein Vater hat durch meinen Kopfrohr gehört, wie ich wie hier geballert wird im Hintergrund. Ja, nicht schlecht. Eieiei. Ja, ja, gut. Mein Vater wird sich wundern, warum ich einfach schweißgebadet nach Hause komme. Schweißnass gebadet. Ich saß den ganzen Tag nur zu Hause. Ich bin schweißnass gebadet. So, nehme ich heute meinen, ich habe einen Ergometer noch zu Hause, dass ich halt ein bisschen rumradeln kann. Das habe ich noch bei mir zu Hause, halt bei meinem Elternhaus, weil wir es noch nicht hochgetragen haben. Das ist ziemlich schwer. Das wiegt irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, locker über 100 Kilo auf jeden Fall. Da haben wir uns halt heute den Termin genommen, dass wir das heute hochtragen im 4. Stock bei mir in der Wohnung. Da haben wir uns heute für verabredet. Aber gut. Ich mache das jetzt, glaube ich, doch dann in einer Session fertig. Weil ihr kleinen Pisser, ihr feiert euch wahrscheinlich dafür, dass ich gerade nur am Verzweifeln bin. Und das wäre dann irgendwie low, wenn ich dann die Mission in 2 Tagen nochmal weitermache und mich dann wieder beruhigt habe. Ich ziehe das jetzt durch hier an einem Stück. Ich möchte die Mission auch eigentlich wirklich nur noch hinter mich gebracht haben. Ach, Bombe ist down, ja, shit. Ist ja schon live hier, die Scheiße. Bin gerade am Nachdenken. Wenn ihr das gerade seht, dann wird es wahrscheinlich schon passiert sein. Oh, fuck. Ach, ist ja egal. Ich habe gerade überlegt, ich mache wirklich vielleicht einfach mehr Teile aus diesem Video. Weil das geht, das wird am Ende wirklich an die 3 Stunden gehen. Aber ein 3,5 Stunden Video guckt sich auf YouTube kein Schwein an. Vielleicht cutte ich das wirklich in 3 Teile oder so hier, das Elend. Werde ich wahrscheinlich so gemacht haben. Also wenn ihr es gerade seht, ich führe gerade Selbstgespräch, überlege, wie ich das hier mache. Weil ein 3 Stunden Video, das wird sich keiner anschauen. Wenn man da schon sieht,
YouTube-Video 3 Stunden, da drückt halt keiner drauf und guckt sich das an. So, komm. Da liegt das Ding, was ich brauche. So. Jawohl, ich hab die Farmer. So, jetzt klug spielen. Jawohl, schön gelackt. So, hier Quick-Tipp. Hier hoch. Kann man aim. Scheiße, das war schon alles hier. Ach Mann, der kommt wieder von hinten. Das ist doch zum Heulen immer hier. Warum soll der gekickt werden? Hä, der hat doch nichts gemacht. Klar. Der kommt wieder von hinten. Ich hätte die Bombe legen können und hätte safe noch einen gemacht. Und das Schlimmste ist halt wirklich immer, wenn du down gehst und eine Farmers hattest, du musst wieder eine neue besorgen. Das ist das Allerschlimmste. Das Downgehen ist mir scheißegal. Ich spiele hier nicht auf KD. Ich muss halt die Runde überleben mit der Farmers. Das ist das Allerwichtigste hier. So, aber langsam bin ich halt wieder im Public Casual Modus. Ich habe wieder den Mindset, um auf Public Casual was zu reißen. Bisschen die Mates baiten. Und niemals irgendwo offen stehen bleiben, wo ich jemanden finden könnte. Der hat eine Farmers. Geh down. Schön. Fickt euch! Verpisst euch, Mann! Fünf meiner Mates nehme ich einfach als Schild. 50 HP. Ich habe 2 Frags, die mir nichts gebracht haben. Oh, das ist ein guter Move jetzt. Der pusht durch. Leute, wo kommt der denn her? Bitte geh down. Jawohl, schön, endlich mal. Bombe liegt B. Rotlicht wird gleich kommen. Ah ne, der ist noch ganz weit weg. Zum Glück hat der Typ gerade so ein Schweine-Aim gehabt da. So, und der wird da oben rauskommen. Ach du Kacke. Jawohl, schön, Mann. 3 Frags pro Runde. Und ich habe die Waffe noch. Nice, genau so. Nur so, Mann. Komm, Alter. Mir tut auch schon richtig der Hals weh gerade. Der tut mir richtig dolle weh. Was guckt der denn so, Alter? Beruhig dich. Hallo? Hallo? Ich hab einen Stalker, fuck. So, erklärt mir bitte diese Smoke. Die kann ich euch wiederum auch nicht erklären. Fuck. Wo soll ich hier einfach durchrennen? Komm. Manchmal muss man sich das Glück einfach forcen. Und weg. Nice, komm. Das sind Public Casual Moves. Damit rechnen die wiederum nicht. Dass man einfach mal durch eine Smoke durchrennt. So, ich könnte auf A legen. Habe ich aber keinen Bock drauf. Ich gebe einfach die Bombe ab. Na, da kommt wieder einer von links. Das ist doch zum Heulen, ey. Fotzen. Oh Mann, ey. Du denkst dir, geil, ja, oh, lecker Freefield, geil, yummy, yummy. Ziehst rum, die ganze Zeit ist hier keiner zu sehen im Türrahmen. Du platzierst dein Cross auf dem Kopf des Gegners und in dem Moment kommt ein anderer Raum. Aber die Lobby ist es, hier werde ich das zu Ende bringen. 14 Stück noch, so langsam ist das Ende in Sicht. 14 Stück noch. Und es sind erst 4 Runden gespielt worden. Und ich habe schon 5 Stück. Davor, irgendwann mal, habe ich doch in 2 Runden, 2 mal 20 Minuten, 2 Frags nur geschafft. Pro Ding nur ein. Jetzt habe ich schon 5. Ich war echt einfach in der falschen Lobby davon. Ich hätte nochmal neu suchen müssen. Weil wenn du da auf das Missionsding gehst und einfach nochmal neu reinsuchst, dann kommst du wirklich mit Leuten in eine Lobby, die dieselbe Mission machen wie du selber. Der leckt wie ein Häufchen Elend. So, ich spiele safe. Low HP habe ich. Jawohl, Pre-Fire lohnt sich manchmal auch, Freunde. So, guck mal, jetzt spiel. Guck mal. So, ich habe aus meinem Fehler eben gelernt. Ich smoke da ab, ja?
weiß ganz genau, dass da noch einer rumlungert irgendwo. Vielleicht einfach mal von hier kommen. Bombe wird gelegt. Der ist safe noch im Rotlicht, Mann. Da ist er. Der kommt. 3, 2, 1. Nee, hä, wo steppt der? Doch, der war doch hier. Egal. Runde überlebt und wieder 3 gemacht. Vielleicht kann ich es hier zu Ende bringen. Vielleicht ist das die letzte Runde. Nice, Mann. Komm, Kirche ist geil. Kirche ist cool. Da kannst du gut rumziehen mit der Flash. Ich bin halt Safe-Tulip-Experte nach dem Scheißding hier. Matchmaking kann ich hier drüber fahren. Komm, Flash. Diesmal keine Offensiv. Ist mir egal. Der Molo ist gut von Mate. Schön aufs Dach. Genauso spielt man den. So, schöner Headshot. So, da will ich nicht facen. Deswegen werfe ich dann Molo. Deswegen werfe ich da Molo rein. Da ist einer. Low HP. Schön, Mann. Ach, Mann, jetzt bin ich hier drin. Was wollt ihr machen? Alles frei. So, jetzt schön schnell arbeiten, um B von hinten zu kommen. Bisschen schneller noch laufen, Mann. Komm, los. Hoch da. So, Rotlicht ist egal, weil die sind hier unten, die Gegner. Da ist einer. Habt ihr den gesehen? Wenn nicht, ist mir egal, weil ich hab den gesehen. Das ist alles, was zählt. Weil ich muss die Frags hier machen. Hier ist einer. Links um die Ecke. Prefire. Keiner da. Da ist doch einer. Oh, schade, Mann. Aber war eine gute Runde. 4 Frags gemacht oder so. Boah, hätte ich den noch geholt. Ah, das war auch noch der letzte. Das ist natürlich doppelt ärgerlich. Jetzt habe ich meine Farmers wieder verloren. Guckt mal, Mann, 12 Stück schon, ey. Da habe ich, für die ersten 12 habe ich über eine Stunde gebraucht. Es ist die Kirche. Komm, komm, komm. Das ist der Move hier, der mir das Leben rettet. Die Flash an die Wand. Umziehen mit AK. Hoffen, dass einer offensiv kommt. Team Flash kassieren, wie immer. Dann rumziehen. Immer schön auf Kopfhörer. Keiner da, weiterarbeiten. Keiner da. Headshot drücken. Der hat aber keinen. Mann, ey, ich. Ohne Witz, die Map ist aus dem Grund so richtig scheiße. Weil die so unfassbar schweinedunkel ist und du das CT-Model in so dunklen Ecken einfach nicht siehst. Ich habe den nicht gesehen. Ich klebe mit meiner Fresse vom 27-Zoll-Monitor und ich habe den nicht gesehen da hinten. Fuck, das ist beschissen jetzt. Ist halt gleich schon wieder ein Matchpoint hier, weil mein Team gerade so drüber fährt. Wobei, jetzt bin ich halt down. Ich carry halt des Hasses gerade. Vielleicht sind es jetzt doch mal die CTs. 2 gegen 3. Der eine hat Udo HP. Das ist Public Casual vom Feinsten. Geduckt durch die Map schleichen. Top. Aber er wird einen machen. Vergesst, was ich gesagt habe. Es ist ein Bot. Der ist im Klatsch. Ach, du Kacke. Komm. 7. Es ist... Ich bin so nah dran. 7 Stück noch. Vielleicht kann ich hier einen Trade fahren. Das ist eine Farmers. Hat einer eine? Nee, schade. Leider nicht. So, Premium Flash. Wieder die Team Flash. Jede Runde dasselbe. Dann aus den Fehlern lernen, da absmoken, weil von da habe ich gerade kassiert. Dann vielleicht mal. Oh, da ist viel los, Alter. Vielleicht mal einen Risky Move machen und hier einfach mit raus. Komplett dämlich, der Move, macht den nicht. Komplett dämlich. Mann, da bin ich halt... Wenn ihr die Mission macht, ihr müsst wirklich nur warten, bis eure Mates vorgehen. Und dann die Waffe aufheben. Das bringt hier echt nichts, so offensiv zu spielen wie ich. Weil auch wenn ich jeden von dem hier auf einem AIM-Map-Server auseinandernehmen würde, ich kann halt nichts machen, wenn ich gegen 4 Leute hier spiele. Ich springe hier raus, da sind 2, da sind 2. Da kann ich halt nichts machen. Egal, wie gut du aimen kannst. Hier, gegen sowas kassiere ich. Der läuft die halbe Map geduckt, schleichend durch die Karte. Ha, komm, macht fertig hier. Gleich schon wieder Matchpoint. Oh, der hat... Komm, bitte. Holt den einfach, komm. Ah, da kommt schon einer von hinten, den wird er machen. Schön, nice, komm. Und no to self.
auch vielleicht einfach mal vom Server lieben und eine neue Lobby suchen. Weil hätte ich in dieser Lobby von eben da weitergespielt, ich hätte hier safe noch 3 Stunden länger gesessen. Guck mal hier, 12 Fracks in der Lobby schon. Da habe ich in der ersten Lobby 4 Runden für gebraucht. Bitte hat der eine Farmers gehabt. Aber hat er gehabt. So, da will ich nicht raus, da war eine AWP. Vielleicht habe ich hier mal ein bisschen Glück. Die sind Rotlicht schon durch. Ich wette, wenn ich jetzt... Schon keiner da. Bitte nicht von hinten kassieren. Bitte nicht von hinten kassieren. Bitte nicht von hinten kassieren. Schön abgestaubt. Schön geholt. Oh! AWP, egal, hochspringen. Dann kann er nichts machen. Nice, Mann. Komm. 4 noch. Ah, schon wieder vorbei. Schade, Mann. Egal, das war eine richtig gute Runde, Mann. Da bin ich zufrieden mit. Die Lobby ist es. Die ist es einfach hier. Jawohl, in der nächsten Map ist es vorbei. Über 2 Stunden die Aufnahme. Das ist doch nicht normal, ey. Ich habe mir gedacht, dass es lange geht hier. Aber über 2 Stunden hätte ich nicht gedacht. Wäre ich direkt in der Lobby gewesen, dann hätte ich, glaube ich, recht gehabt mit meinen 90 Minuten, die ich da angepeilt hatte. Aber die erste Lobby, die ich da hatte, die war halt ein kompletter Skandal. Da ging ja nichts. Null ging da. So, ich glaube, ich brauche noch 3 oder 4 Fracks. Das werde ich ja wohl schaffen jetzt. So, ich gehe wieder Tee. Weil die kaufen wirklich gut, die Galils hier. 4 Fracks noch, jawohl, das werde ich schaffen. Wenn nicht, werde ich mich noch heute umbringen. So, die habe ich mir verdient hier, die 5 Huntsman-Kisten. Die wollte ich eigentlich noch sparen. Weil die halt auch schon Euro wert sind. Aber wenn du 2 Stunden, über 2 Stunden am Stück an einer Public-Casual-Mission sitzt, da hast du dir vielleicht auch einfach mal ein paar Kisten verdient. Aber vielleicht ist es auch ein Zeichen Gottes, dass Steam gerade wieder down ist und ich nicht kaufen kann. Das ist vielleicht echt. Checkout unavailable. Oh, jetzt geht's doch. Checkout unavailable. Meistens klappt es dann doch irgendwann und du hast die Keys doch auf einmal im Inventar. Oder vielleicht hab ich ja sogar hier irgendwo Huntsman-Keys dazwischen. Nee, habe ich nicht. Einmal probiere ich es noch. Jawohl, ging durch, okay. So, komm. Wenigstens mal eine pinke, Mann. Ich habe doch bestimmt schon 20 Sachen aufgemacht heute während dieser Aufnahme. Eine pinke nur. Oh, da war wieder die Desert Strike. AUG Talk, die ist auch nichts wert. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, jemals aus einer Huntsman-Kiste was gelackt zu haben. Und ich habe echt viele davon aufgemacht. Ich habe Safe Call noch nie eine AK Vulcan gezogen. Mit Desert Strike habe ich bestimmt irgendwann schon mal gezogen. Aber eine Vulcan safe nicht. Eine Cayman kann ich mich auch nicht dran erinnern. Und Huntsman Knife halt auch noch nicht. Ich glaube, mein nächstes großes Unboxing wird eins sein, wo ich vielleicht nochmal Huntsman aufmache. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht vom Server für AFK gekickt werde. Leider wieder nichts. So, auf geht's, kommen 4 Fracks. Hoffentlich wird das keine knappe Sache. Ich möchte eigentlich direkt innerhalb der ersten 4 Runden das Ding über die Bühne gebracht haben. Und dann kaufe ich mir irgendeine andere Waffe und fahre drüber. Was macht der denn noch auf B? Hä, waren die Mates nicht schon B durch? Die Bombe ist doch hier. Hä? Ach, K.A. Komm, leg die Bombe doch. Nice, komm. Wo ist der Letzte? Der kommt Leiter hoch. Katinka? Hat der denn da für einen Avatar? Das ist doch der Zwerg von Herr der Ringe da, oder? Ich weiß nicht, wie der heißt. Ist das ja nicht? Oder ist das der von Hobbit? Der kommt mir bekannt vor. Das ist doch safe einer von denen. So, auf geht's. Galil. Ne, Farmers brauche ich, komm. Und ich hoffe, ich habe das wirklich dann geschafft. Ich habe doch safe alles mit den Waffen gemacht. Ich muss da die kompletten 400 Bonus XP für kriegen eigentlich, wenn ihr alles mit rechten Dingen zugeht. Ich
Guck mal, wie schön die hier reinhalten, geil. So, Backstep meines Lebens. On 3. Auf A geht noch was, aber B ist garantiert auch noch was. Safe Call, absolut safe. Hier ist keine Sau. What the fuck? Da ist doch noch einer. Mann, der holt den Mist. Egal. Egal, egal. Ich habe noch genug Zeit. Ich habe die Farmers. Komm, ist egal. Ist egal, Junge. Es ist komplett wurscht. Du hast jetzt eine komplette full-equipte Runde Zeit, 4 Fracks zu machen. Mit dieser Waffe. So, auf geht's. Einfach mal First Try machen jetzt hier. Oh, die Flash, die ist krass, die ist top. Kommt keiner offensiv. Deswegen da absmoken und dann hier umziehen. Keiner. Nice, komm. Das ist geil, jetzt komme ich über die Base. Das ist geil. Nice, ich hab's. Genau das wollte ich die ganze Zeit nämlich machen. Ich wollte irgendwo durch und dann über die Base kommen. Weil dann sind das die einfachsten Fracks, die du dir vorstellen kannst. Ein Frack und ich hab noch immer eine Farmers. Das Ding ist durch, safe. Mann, war das ein Elend. Und die war halt noch irgendwo mittendrin, diese Mission. Da kommen bestimmt noch richtig ekelhafte. Die Public Casual 100 Fracks mit einer gegnerischen. Keine Ahnung. Das ist eine Waffe, die keiner spielt. Autopumpe oder sowas. Oder MP9, sowas, was nie einer kauft auf dem Public Casual. Kommt halt safe auch noch irgendwann. Komm, mach einen Schritt weiter vor. Ich hab's, glaube ich. Jawohl, gleich 2 Stück. Auch wenn ich da die Teamflash der Hölle wieder kassiert habe. Mann, jetzt läuft's halt. Jetzt habe ich's halt easy hier. Headshot, oder? Ja, 80 in 1. Egal, ich mache jetzt mit AK oder AWP hier fertig. Da steht schon 4-0, mein Team fährt, das ist geil. Dann ist das hier wenigstens schnell vorbei und ich muss hier nicht noch 15 Minuten extra rumsetzen. Dann werde ich reported, okay. Aber ich muss ja jetzt nur noch fertig machen. Ich kriege ja nicht nochmal 10 Bonus-XP über den 40 Fracks on top. Die Position ist echt gut hier, die der Typ gedaddelt hat. Leider faced hier keiner. Nope. Das Gute ist halt wirklich an der Mission, was ich auch cool finde, dass Valve das macht, dass du dadurch echt die Maps alle mal spielst und halt auch ein bisschen kennenlernst, weil jetzt, ich kenne jetzt safe auswendig die Map. Ach du Kacke. Davor hatte ich halt immer noch so ein bisschen Probleme, hier irgendwas zu finden auf der Map. Hier, wo die ganzen Tunnel hingehen und so. Jetzt habe ich da einen kompletten Durchblick. Der hat mich gesehen. Nice, komm, 5-0. Ah, Gott sei Dank, Mann, dann bin ich wenigstens auch nicht so spät bei meinem Vater, Mann. Der wartet jetzt auf mich. Und auch heute werde ich wieder zum Abschluss so eine Nuke-Souvenir-Kiste aufmachen. Die habe ich mir safe verdient hier nach. Hey. Guck mal, wie unterschiedlich diese Lobbys auch sind. Gerade in der ersten Lobby, wo da nichts geklappt hat, da kamen die alle Mitte offensiv reingerannt. Und hier kommt keine Sau. Die Teamflashes, die habe ich noch nie erlebt. Oh, war der nicht dahinter? Ey, hier. Die Sounds, die sind auch echt manchmal komisch auf diesen Servern. Der war halt, der war rechts, der war hier um die Ecke. Das hat sich für mich angehört, als wäre der genau vor mir gewesen gerade. Hätte noch mal rein. Ach, ich sollte die AWP weglegen, Mann, die ist eh kacke auf der Map. Warte, was habe ich denn noch?
Die kam von der Kiste eben. Kisten habe ich, glaube ich, sonst ne, keine mehr. Oh, vielleicht mal so ein Souvenir hier. Und Meinung hierzu? Oh. Die kann man, das kann man nicht mal inspecten, das Ding. Operation Payback Pass. Ultra selten, das Ding. Ah, ne, die mache ich nicht auf. Die habe ich zum Speichern gekauft, die Dinger. Also ein Nuke Souvenir werde ich nachher safe noch aufmachen. So, komm. Nur auf Aim gehen. Nur auf Headshot. Ich habe jetzt meine AK, damit kann ich hitten. AK 47, beste Waffe. Ja, das ist das Schönste, wenn du kommst von hinten durch. Hä? Was sind die alle? Ich wollte gerade sagen, du kommst hier von hinten durch und kannst die alle von hinten wegsnacken. Oh, komm, der hat Low AP, mach den weg. Kann man den denn nicht machen, Mann? On one. Der Man, das war der, den ich low-gated hab. Der macht noch einen. Hallo, Mann! Ihr müsst doch nur mal bang. Schön, nice, geht doch. 6:1, 2 Runden noch. Boah, das war so ekelhaft. Aber immerhin habe ich fast meinen kompletten Weekly-Bonus abgefarmt, glaube ich, dadurch. Das waren jetzt safe 5 oder 6 Maps overall. Und ich habe jedes Mal irgendwie 440 XP Weekly Bonus bekommen. Mich wundert immer, dass hier keiner vor B ist. Da ist einer. Oder wenn die Mission wenigstens AK oder M4 gewesen wäre. Weil du kannst hiermit halt 10-mal besser hitten als mit so einer Galil oder Farmers. Nice, mal. Guck mal, wie einfach das ist, wenn du mit richtigen Waffen spielst. Die Farmers finde ich noch okay, aber die Galil, die hasse ich wirklich wie die Pest. Das Break Control habe ich von der überhaupt nicht. Bursten fühlt sich bei der total random an und die One-Shots, die gehen eh ins Nichts. Das ist echt, die hasse ich am allermeisten, die Waffe, Galil. Ich weiß nicht, wie man die spielen kann. Ich komme mit der nicht klar. Da waren zwei, oder? Komm, jetzt holt die Runde, Mann. Bitte mach das fertig hier, das Elend. Oh, der kann doch nicht einfach so durchkommen, meine schöne Dragon Door. Ist halt echt meine. Guck mal, hier ist halt wieder der Sticker drauf auf der Waffe. Manchmal ist der einfach weg. Den werde ich aber wieder abmachen, irgendwie von meiner Dragon Door. Weil ich mache eh keine MLG-Shots mit meiner Low Sense, da geht eh nichts. Mann, da gehe ich eine Runde down und die ist halt wieder weg. Wo läuft der hin? Ach Mann, Public. Die Bombe. Ja, wollte ich immer kassiert. Bombe ist halt A-Spot down und der geht komplett nach B. So, komm. Ich möchte einfach nur einen Schluck trinken. Mein Hals brennt wie Feuer vom Rumsabbeln. So, Bombe kommt da haben. Jetzt nochmal hier den Premium-Move. Den absolut aufschreiben. Der ist geil hier. Oh. Also nicht runterfallen. Einer Safe Call.
3. Wo sind die alle bei B? Rotlicht ist einer. Schön. So, legen. On one, Mann. Nur noch die Gurke. Gurking einfach heißt er. Aber absolut safe daddeln. Komm, Sausins, wir sind jetzt. Letzte Runde. Einfach nur safe spielen, den Frag machen. Der steht vor mir. Komm, komm, Sausack. Komm, Sausins, Mann. Aim, aim. Nice, geht doch, sauber. Geh, fucking geh, ey. Das war bisher die schlimmste Mission, die ich je gemacht habe. Und ich kriege die vollen 400 Mission-Bonus-XP. Geil, nice. Boah, war das ekelhaft. 2 Stunden und 15 Minuten, diese Aufnahme einfach. Und zur Feier des Tages mache ich nochmal das Nuke-Souvenir auf. Bitte ist es einfach nur direkt ein richtiger Müll. Ich werde kotzen, wenn ich jetzt wieder um ein Feld eine von den letzten drei hier verpasse. Oder warum ist es nicht einfach mal so eine hier? Souvenir Tech, nein, Nuclear Threat FN. Boah, ich werde wahrscheinlich nicht mal eine sehen. Ne, ich sehe gar keine, okay. Souvenir Bison Irradiated Alert. Mann, ich hab Bock. Ne, komm, egal, ich mach noch zwei davon auf. Ich spür's gerade irgendwie. Ich hab Bock auf die. Wieder nix. Mann, das ist so kacke, fuck. Wenn ihr die gekauft habt, macht die am besten auch nicht auf. Ich bin halt immer zu greedy und hab dann Bock und denke, ich lack mal was aus denen, aber es wird halt nie passieren. Weil die Wahrscheinlichkeit, so eine graue zu kriegen, ist irgendwie 50 mal höher, als überhaupt eine blaue, eine hellblaue zu kriegen und dann noch eine blaue zu kriegen. Ich habe eigentlich ultra gelackt, dass ich diese Radiation Hazard da überhaupt einmal bekommen habe. Rain Stickers, Gedudel und Tarik. Boah, ey, endlich. So, die nächste Mission ist wieder richtig einfach. Das ist so ein Witz. Du machst hier diese Ultra-Premium-Mission und schaltest damit diese frei, wo du einfach nur im Demolition-Modus auf Bank 20 Kills machen musst. Das ist so ein Witz. Okay, ja, die nächste Mission, die ich dann machen werde, die wird wahrscheinlich erst hier hinten irgendwo kommen. Oh, geil, hier wieder Molotov-Damage machen. So welche, die bocken richtig. Die war heute sowas von ekelhaft, aber hier kommen noch richtig geile Missionen. Also da wird es weitergehen. Jo, dann vielen Dank für alle, die sich dieses Elend hier komplett angeguckt haben. War wahrscheinlich ein 2-, 3- oder 4-Teiler jetzt auf YouTube dann. Aber ja, für mich war das, wie gesagt, eine Session. Das war richtig ekelhaft. Ich bin richtig am Schwitzen jetzt. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Mm-hmm.